Leute, hier ist Black und Gaso. Ja, und wir packen mal wieder ein paar Sachen aus. Ja, genau, ein bisschen was, ein paar Sachen so, die ja in der letzten Zeit dazugekommen sind. Da könnt ihr einmal sehen, ist hier von dieser Marvel, was ist das, Legends-Serie, könnte sein Marvel. Auf jeden Fall ist es der gute Apocalypse. Die etwas größeren Figuren. Ja, die ist wirklich ein bisschen groß. Ne? Ja. Was meinst du, wie groß ist die? 20? Könnte hinkommen, ne? Boah, ich würde sagen, schon ein bisschen mehr sogar. Also. Steht bestimmt irgendwo drauf. Ja. Gucken wir gleich mal. Dann haben wir von Star Wars, das hier finde ich ziemlich cool, von der Micro Galaxy, den Millennium Falcon. Ist ein bisschen angelehnt an die früheren, naja, kennt ihr bestimmt alle Micro Machines. Mhm. Und boah, ich habe ja davon ziemlich viel, auch sehr viele Star Wars Sachen noch original verpackt und so. Aber den fand ich schon sowas von cool. Aus, ne? Vor allem, du hast hier die kleinen Figuren, die da halt auch im Prinzip, sich hinsetzen können und so. Maßstabgetreu. Maßstabgetreu, genau. Finde ich ganz cool. Wir müssen nur allerdings aufpassen, weil dieses Modell hat Sound- und Lichteffekte, die wir euch aus rechtlichen Gründen natürlich nicht zeigen können. Wir hatten schon mal ein Video gehabt mit einem riesengroßen Millennium-Falken und der hatte Sound und... Ja, durch den Sound wurde unser Video gesperrt, weil Disney das nicht wollte, weil es Original-Sound war. Ja, es war wir uns aber keine Gedanken machen, weil es Englisch war. Ne? Aber nein. Ist ja eigentlich das Original. Es war noch die noch nicht mal der Sound war so schlimm, sondern auch die Originalstimmen waren ja von den Sprechern. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Deshalb lassen wir dann lieber. Und wir packen auch das Modell als erstes aus, weil wir können halt immer die restlichen Sachen ausgepackt haben und aus Versehen komme ich auch so einen Knopf und wir müssten neu drehen. Das ist etwas schwierig, die wieder einzupacken. Was haben wir da noch? Ja, aus der guten Mandalorian-Serie ist dieser gute Herr hier rausgekommen. Mega cool, den fand ich schon, als ich ihn damals gesehen habe in der ersten Staffel, diesen Heavy Mandalorianer im Prinzip. Ich habe den schon mal gesehen, als größere Figur. Da fand ich ihn auch schon ganz cool. Ja, fand ich auch cool. Aber ich sammle ja die großen, habe ich auch ein paar auf Karte, aber die kleinen finde ich schon. Ich habe zwei oder drei irgendwie. Ich habe schon mal gedacht, holst du mir noch so ein, zwei Modelle? Aber wie das so ist, du fängst das dann an, dann hört das wieder nie auf. Ne? Ja, ich habe auch nur so... Naja, 6, 7 habe ich davon auch nur. Ich wollte mich da zurückhalten. Ich habe, glaube ich, jetzt 3. Naja, aber das... Ich habe mir einmal mal so einen Stormtrooper geholt. Der war ganz günstig. Den habe ich für 8 Euro gekriegt. Ja, gut, kannst du mitnehmen. Ja, und dann kam ja die Rey raus als böser Charakter. So, genau. Und die gab es dann nur in groß als böser Charakter. Ja, gibt's nach wie vor. Unbedingt haben, ne? Ja, und dann kam letztens noch vom Mandalorianer die Scharfschützin, die habe ich mir mitgenommen. Genau. Ich hatte den kleinen und dann habe ich mir die nochmal groß geholt, aber da muss ich mir irgendwann nochmal Boba Fett holen, dann kann man die zusammen ins Regal stellen. Da passt das wieder, ne? So ist es, never ending story, ne? Naja, das hört nicht auf. Nee, genau. Genau aus der Mandalorianer-Serie habe ich hier einmal diesen bösen Raider-Piloten. Wenn ihr euch daran erinnern könnt oder nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Nee. Ist in der ersten Staffel, ich glaube in der 4. Folge, da spielt es auf so einem Sumpf und da haben halt irgendwelche Raider so einen hier gekapert und die greifen an. Das ist halt quasi der Pilot dazu. Mhm. Fand ich cool, wollte ich unbedingt haben. Dann haben wir noch eine Turtle-Figur. Da ist von diesen Reaction-Figuren. Ja, den wollte ich unbedingt haben, den Triceraton halt. Ich fand's so witzig. Er ist ein bisschen, ich muss sagen, sehr ein bisschen klein gedrungen, muss ich sagen. Aber ich finde nicht schlecht, wollte ich auf jeden Fall haben. Auspacken wollte ich den. Das sind auch natürlich die Figuren, die wir... Einige haben wir euch schon mal gezeigt. Hier die beiden haben wir das letzte Mal, glaube ich, gezeigt. Slash und den Mutagenmann. Ja, genau. Den packen wir heute aus, zeigen wir euch. Mal gucken, wie die Figur ist. Naja, und dann aus einem Spiel, einem Videospiel, endlich mal ein realer Mensch. Ein realer Schauspieler. Hätte ich ihn als Kind nie gekauft, weil es sieht aus wie ein Mensch. Ich habe mir immer nur die Roboter gekauft oder die Masken aufhatten. Die unmenschlich aussahen. Ja, aber er ist gut. Auch mit seinem hier... BD-1, ich weiß es jetzt gerade nicht, komme ich jetzt gerade nicht drauf, seid mir nicht böse. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. BD-1? BD ist was anderes. Ich weiß. Aber ich glaube, der heißt so. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Auf jeden Fall aus dem neuen Videospiel. Er hat auch die gleiche Höhe und die gleiche Farbe wie eins. So. Ob die Macher sich dabei was gedacht haben? Ich weiß nicht, lassen wir das mal so. Auf jeden Fall, Cal Kestis aus dem neuen Videospiel, was es gibt, halt der zweite Teil Jedi Survivor. Ich habe ihn leider noch nicht gespielt, da ich keine PlayStation 5 habe oder so, deswegen, ich habe nur eine 4, ich habe damals den ersten Teil gespielt. Ich wollte gerade sagen, ersten Teil habe ich auch. Ja, mega, richtig gut und der zweite ist noch besser, was ich so gesehen habe.
Naja, auf jeden Fall gibt es hierzu jetzt halt eine Figur. Den zweiten Teil gibt es noch gar nicht, ne? Der kommt, glaube ich, jetzt. Nein, oder? Der ist schon lange draußen. Der ist ja schon draußen. Der ist schon lange draußen. Also wenn wir dieses Video hier aufnehmen, der ist schon lange draußen. Und ja, genau. Ja, wollten wir euch einfach mal zeigen. Dann würde ich sagen, fangen wir gut mit dem Millennium Falcon jetzt an. So, ne? Genau. Also Vorsicht mit den Fingern. Ja, er scheint ja schon eine Knopfbatterie oder sowas drin zu haben. Wahrscheinlich. Das sieht aber so, da steht dann jetzt nichts bei, dass man da Batterien reinmachen muss. Also. Nee, und zwar, wenn ihr es hier seht, Light and Sound. Und da sind vorne die Knöpfe. Und wir haben hier, da seht ihr es schon, Sound. Und wenn man nicht, dass man den bewegen kann, der macht Sound. Bitte nicht, mein Freund. Und Licht. Und Licht, hör auf. Aber lass dann müsste es sich ja schon mit der Packung losgehen. Aber hier ist ja drück. Hier steht drauf, dass du drücken musst, wenn ich Sound. Wahrscheinlich drückst du den und dann bewegst du den so irgendwie. Sonst wäre ja schon in der Packung losgegangen. Sei denn, du musst da irgendein Klebeband abziehen, damit. Ja, wir werden sehen. Der gute Fritz ist wieder am Start. Genau, schön zur Hand hin. Immer wichtig. Niemals weg von der Hand. Weil dann würdet ihr euch ja nicht verletzen. Nicht hin zum Körper. Das war jetzt Sarkasmus von mir. Natürlich immer weg vom Körper. Ach, hier kannst du auch noch. Ich glaube, hier oben wird wahrscheinlich nur mal ein Ja, ich hab schon eine Waffe. Ja. Gut, wir haben noch ein Spiel. Ja, ich brauch's nicht auf deine Uhr gucken. Ich kann nicht mal auf die Uhr gucken, weil die ist ja. Wir haben da. Kurz vor 12. Ja, okay. Wir haben kurz vor 12. So. Wieder Wochenmann. Ja, ist es. Okay, das ist verdammt geil. Ja, schön mit so einem Display drin, ne? In Kampf. Sieht ganz schick aus. Kann man sich natürlich auch irgendwo hinstellen als Hintergrund. Das werde ich behalten. Das werde ich mir ausschneiden. Wird das irgendwie. Ah, da will ich schon Verwendung. Würde ich es aber ab hier schneiden, dann hast du es zum Hinstellen, weißt du, dass die Seiten mit drin sind. Dann kannst du es also auch als Hintergrund hinstellen. Okay, das ist verdammt cool, bin ich ganz ehrlich. Dann stellen wir das auch mal hier so im Hintergrund hin. Da könntest du auch super jetzt. Guck mal, ist ein Display, könntest du ein paar Star Wars Figuren. Ja, genau, sowas ging mir gerade so durch den Kopf. Genau, das ging mir gerade durch den Kopf. Ja, ich nehme ihn jetzt mal raus. Ja. Dann kriege ich ihn nicht raus. Also, für alle Leute, die Kopfhörer aufhaben, setzt den Zwischentür besser mal ab. Das hat so keinen Sinn. Das ist. Nein! Nichts passiert! Oh, da ist es. Eine Geburt. Junge, da ist ja alles kaputt gegangen, was da kaputt gehen kann. Ich glaube, das war auch nicht so beabsichtigt, oder? Ja, ich weiß nicht. Hier ist die Radarschüssel, die ist natürlich wichtig. Wichtig in rund. In rund. Für mich nur in rund. Ja. Na, die gab es ja auch mal in eckig, ne? Also, alles andere ist nicht original. Dafür kaufen sich ja andere manche Modelle nochmal, ne? Tauschen dann. Also. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja. Oh, ganz wichtig. Schön nochmal extra eingepackt. Ja. Hoffentlich könnt ihr es sehen. Sehr, sehr cool. Ne? Wow, das ist schon cool. Also es ist, glaube ich, die Größe auch für eine HO-Eisenbahn. Ne? Die kannst du jetzt schön an einem Bahnhof auf, dass sie auf den Zug warten. Mein Vater hatte nämlich eine HO-Bahn gehabt. Und da waren die Figuren diese Größe. Also. Ja, zum Abschneiden. Boah, ich will nicht auf diesen verdammten Zaunknopf kommen. Bitte, bitte nicht. Was ist das für ein Maßstab? Steht das irgendwie drauf? Ja, von Micro Machines. Boah, warte mal. Aber Micro Machines war da noch kleiner, oder? Gab es da so ein großes Modell? Ja. Ich habe zum Beispiel einen großen Sternzerstörer. Mhm. Der ist ungefähr so. Ja, gut. Aber das ist ein kleinerer Maßstab. Weil, natürlich. Mal, er ist jetzt schon. Also, er ist jetzt für diese Figuren. Ja, ich würde nicht sagen detailgetreu, aber es passt schon ganz gut. Was ist das? Ach, das ist die Kanone, ne? Mhm. Die kommt unten runter eigentlich. Ja, klar, denke ich. Oh, ich will nicht auf die Knöpfe kommen. Mhm. Hier ist die, da hat er schon eine. Okay. Moment, jetzt gucken wir mal. Ah, vielleicht kommt die innen rein, wenn das Ding da bewegt, weißt du? Hier hast du die Füßchen, hier so zum Raus. Okay, die kann man so halt schön, ne, die könnt ihr hier so, guck mal, kannst du dann wunderbar so hinstellen. Okay, das ist schon mal gut. Vor allem ist da kein Sound bei. Da bin ich schon mal ganz. Okay, das ist ganz cool. Könnt ihr sehen, ne? Ja. Ich nehme mal kurz so von der Seite. Also ist schon ganz cool gemacht. Ja. Das also dafür wirklich. Hier haben wir das Cockpit, was ja. Für vier Figuren. Richtig gut. Richtig gut. Mhm. Ja, die werde ich natürlich jetzt gleich da reinsetzen. Aber können die sitzen?
Zeige ich dir, dass die sitzen können. Du, das ist die Kanone, die hier oben drauf kommt. Ah, okay. Ja, ja, ist auch die. Hier ist so. Du kannst auch einen reinsetzen, wie das aussieht. Die kann sich hier drehen. Ja, du kannst das. Boah, du kannst das hier rausnehmen. Du willst das hier. Guck mal kurz auf der Rückseite, bitte. Ja. Ich will wissen, wie ich es abnehmen kann. Ah. So eine Seite schieben, wie das aussieht. Wahrscheinlich. Dreh das mal so rum. Das ist nach oben, oder? Nee, dreh mal so, wie das auf dem Bild ist, hier. Und dann müsstest du nach hier schieben. Mit beiden Seiten. Geht wohl nur in einer Richtung, weil die Pfeile sind beide in diese Richtung. Denke ich mal. Ich dachte, das ist nach oben. Ist die Pfeile. Ach doch, ist oben. Okay, sehe ich jetzt auch. Stimmt. Also doch nach oben. Das sah jetzt von hier aus so als. So. Ja, ich will nur vorsichtig. Ich will nur vorsichtig nichts kaputt machen. Okay, ihr könnt es halt. Oh, das ist cool. Das ist. Also dafür ist es verdammt gut. Und ihr habt hier. Klar, guck mal, du hast hier. Vorne wirklich da, wo du eine Figur hier reinsetzen kannst. Hier vorne in den Geschützstand quasi. Wie machst du das jetzt? Kann man den auch hier aufmachen? Wie sollst du die Figur sonst reinkriegen? Ne, hier, pass auf. Hier. Dreh das nochmal. Hier, kannst du drehen. Klar, aber... Du meinst hier so? Ja, aber dann müsstest du so mit der Figur... Ja. Du wirst wahrscheinlich hier... Guck mal, du kannst das bestimmt hier mit dem Nagel... Den Deckel aufmachen. Ja, kannst du bestimmt... Den Pin hier reindrücken. Ich will nur nicht, dass ein Sound kommt. Lass ich jetzt mal ganz kurz. Hier ist natürlich sehr schön zu sehen. Guck mal, der Tisch, wo sie alle rumsitzen. Und du hast hier sogar die Schmugglerluke. Yes. Ja, guck mal. Ja. Die Schmugglerluke. Ja. Ist das cool? In so einem Modell, dieses Detail, auch hier diesen Frachter, hier, da schmuggeln sie irgendwas. Das ist verdammt gut gemacht. Auch hier, dass du die Tür hier so durch hast. Das ist... Alter, bin ich sehr begeistert von. Muss ich dann mal gucken, wie wir das hier... Kann man das vielleicht doch und irgendwie so vorsichtig hier so anheben? Hier ist auch nichts so abgebildet, ne? Nee, deswegen. Ich will jetzt nichts irgendwie kaputt machen oder so. Beschreibung gibt es auch nicht dafür, ne? Ja, dann weiß ich gar nicht. Also. Nee, genauso. Da steht nämlich jetzt nicht als Funktion, dass man das abnehmen kann. Nee, es ist genauso, wie du hier die Luke wahrscheinlich auch aufmachen kannst. Hier so. Ich will jetzt nur nichts abbrechen. Nee, weiß ich nicht, ob das geht. Vielleicht kannst du auch wirklich nur die Figur hier unten reinsetzen. Ich weiß es jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. So. Kann auf jeden Fall, genau, ich darf nicht auf diese beiden Knöpfe hier kommen, weil das sind die Sound und ihr seht es ja hier, dass es halt dann leuchtet. Da genau. Und wahrscheinlich sind da wirklich Batterien drin verbaut. Oder gibt es irgendwo das... Das ist bestimmt hier, weil hier ist auch der Lautsprecher und hier drunter. Da ist auch ein Kreuzschraube, da drunter haben wir jetzt sein. Dabei, genau. Naja, auf jeden Fall ziemlich cool. Ich mache jetzt einmal die Figuren hier auf. Und dass das so dreckig aussieht, das soll so sein. Das ist ja gerade das. Für mich muss auch Star Wars dreckig sein. Ich mag das nicht, wenn es sauber ist im Star Wars-Universum. Das ist cool. Siehst du, du hast hier die kleinen... Figürchen dabei. Und dann werden wir die mal hier vorne reinsetzen. Machen wir mal. Siehst du, die kannst du hier so. Tatsächlich. So. Und du kannst so die Arme. Mini kleine Actionfiguren, okay. Das ist cool, oder? Das so kannst du die einzeln die Arme bewegen. Ja. Alter Falter. Wo sitzt normalerweise. Chewbacca sitzt hinten. Nee, ist der Co-Pilot. Ach ja, ist der Pilot und Co-Pilot. Ich weiß nicht, welcher rechts, welcher links ist. Kommt drauf an, ob sie gerade in England fliegen oder in Deutschland. Das lassen wir so stehen. Ja. Also ich würde ihn auch da hinsetzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Chewbacca immer auf der Seite saß. Ich meine auch. Ja, ich glaube auch. Also von der Idee hier ist natürlich schon ganz cool, ne? Sehr cool. Ja. Und Obi-Wan und Leia, die gehen einfach mal in den Frachtraum. Einfach nur, was es können. So. Weil ich muss ja irgendwie. Die lassen sich schmuggeln. Können wir schön da drunter packen. Ja. Flammkuchen, finde ich
schon cool. Mhm. Finde ich cool. Du kannst auch hier so hinsetzen und so. Das ist sehr cool. Und das hier steckst du hier vorne so rein. Runter. So, die Nole muss. Waffe. Kannst du hier nach oben klappen, oder? Nee, geht nicht. Ich muss rausnehmen, ne? Ja, ich pack's jetzt auch einmal kurz hier rein. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen voll, oder? Meinst du? Ich meine, ja, das geht auch noch. Passt auch einfach gut rein. Ja, passt auch noch rein. Kannst du bestimmt hier irgendwie, dass du das aufmachen kannst oder so. Müsste ich dann gucken, weil ich möchte halt nicht zu viel rumfummeln, weil wenn ich jetzt an die Dinger komme, nachher fängt das an zu leuchten und Soundeffekt und reden sie mit einem und dann stehen wir schon wieder hier. Können wir alles wieder neu drehen. Nicht, dass uns das schon mal passiert ist, wie du es gerade eben erwähnt hast. Okay, dann muss noch irgendwo, hängt er noch. Ah, jetzt sind wir nichts. Alles klar. Das ist schon cool, allein das kleine Modell. Es ist so ein kleines Modell, aber ich finde es einfach nur sehr, sehr cool. Sehr cool. Als halt, ja, wie Micro Machines halt irgendwie, ne? Nur halt, auch die Details. Ja, auf der Packung sieht man ja halt noch andere Modelle, die man davon hat. Ja, genau, was sonst. Ja, wohl, das ist wahrscheinlich ein bisschen größer. Ja, gut, vielleicht haben die alle den Maßstab. Ja, die haben alle die Maßstab. Also ich habe sie gesehen und ich wollte unbedingt das sein, weil das halt ist. Ja, auch alles größere Sachen, die da drauf sind. Genau, genau, die Razer Quest und so. Also fand ich sehr cool, sehr ikonisch. Finde ich sehr, sehr schön. Ich lege sie mal hier hin, beziehungsweise ich stelle sie einfach mal hin. Man kann sie ja hier hinstellen. Mit den Füßchen. Ja. So. Ja, das ist schon mal schön. Ja, dann packen wir ein paar die Star Wars Figuren aus. Ja, passt, ja, ne? Passt zum Thema. Passt, da kann man auch schön hier hinstellen. Warte mal, so ein bisschen weiter weg. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Ja, dann machen wir mal den Kessel hier einfach auf. Ist halt eine Star Wars Figur. Natürlich habe ich die Figur mit zweimal gekauft, damit ich sie einmal aufmachen kann. Ich wollte gerade fragen. So. Ja, alle Figuren, die du hier siehst, habe ich mir zweimal gekauft. Okay. Außer ihn hier. Weil die Packung, die. Ja, gut. Genau. Und den natürlich ja auch, den großen. Ne? Das ist Quatsch. Alle anderen Figuren habe ich mir definitiv zweimal geholt. Warum? Weil ich bekloppt bin. Damit muss man sich einfach abfinden. So. Ja, dann gucken wir mal. Da haben wir natürlich sein Lichtschwert. Ich weiß. Das ist ein bisschen. Ja, ich schon so viel Probleme, ein Lichtschwert auszupacken. Aber das ist auch ganz cool gemacht, denke ich, vom Griff her. Du kannst in dem Videospiel, kann man ja die ganzen Sachen zusammenbauen. Naja, so. Du kannst auch einen anderen Griff nehmen. Ja, ja, richtig, genau. Ist ne, nur Design. Ja, und der Witz ist halt im zweiten Teil, ihr seht es hier, er hat eine kleine Laserpistole, einen Blaster dabei. Ja? Hast du sogar Fähigkeiten, so wie ich es gesehen habe, dass du auch sogar mit einer Pistole noch schießen kannst. Halt. Und da gibt es bestimmte Kampfrichtungen, was du so machen kannst. Entweder mit zwei Lichtschwertern oder so. Ja, dann haben wir noch mal einmal das Lichtschwert so, damit man sich halt quasi ja, an den Gürtel hängen kann. Finde ich immer ganz cool, dass du halt die ausgefahrene Variante und so, man sieht das gar nicht. Ich habe die mal hier hingelegt. Ja, dann gucken wir mal den kleinen. Ich meine, BD1, BD2. Ach, guck mal, wie cool. Der kann sogar den Kopf bewegen. Kann den Kopf bewegen. Und die Antennen kannst du bewegen. Okay. Und die Beine kannst du bewegen. Oh, beweg dich komplett. Ey, für so eine kleine Figur. Das finde ich schon stark. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Hasbro, alle Achtung dafür. Ne? Für so eine kleine Figur, Kopf, die Antennen und die Beine beweglich. Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass man das überhaupt hinkriegt. So, ne? Muss ich jetzt mal anerkennen. Ja. Muss ich neidlos anerkennen. Ja, und dann haben wir den guten Cal Kestis. Die Figur hat keinen Silberblick. Bin ich mal begeistert, weil viele haben ja menschliche Gesichter, wie du sagtest, dann na, die. Genau. Ja, bei den älteren, ne, bei den ersten. Oh, das, die Gelenke sind auch neu, glaube ich. Bei den größeren Black Edition irgendwie war das öfter. Ja, ne? Bei den. Ich guck gerade. Aber die sind allgemein die, auch besser geworden. Ja, oder? Das Knie kann ich zum Beispiel bewegen schon. Das lasse ich, da muss ich wieder mit heißem Wasser genau mit dem Fuß drüber gehen. Ja, das lasse ich, das kannst du vergessen, sonst brechen mir die Gelenke ab. Na, also hier wieder der übliche Tipp, ich sage es trotzdem in jedem Video: heißes Wasser drüber laufen lassen und die Gelenke gelösen sich. Na, und ihr habt hier, ganz cool, ihr habt hier diesen Pin, hier den Nupsi. Da steckst du dann einfach, wenn du gut kannst,
Ja, was mittlerweile auch wirklich so ist, man guck erkennt mal die Gesichter, man erkennt ja, die ja Spiele. Du erkennst, ne? Also ja, erkennst du schon. Alten Figuren, ja, und die sahen aus wie, halt, der hatte die Klamotten an von Luke Skywalker, aber er hatte nicht das Gesicht. Bei den ganz alten Figuren. Ja, deshalb habe ich mir die nie geholt. Ja, du redest natürlich jetzt von einer Zeit von... Naja, von, uralt. Das aber, guck mal, alleine auch das, ne? Du brauchst nicht jetzt das Lichtschwert haben, als wenn er einfach nur so steht mit dem Blaster an der Seite, ja, in dem, im Holster drin und hier... Sowas zum Beispiel, ne? Die Variationen. Ja, und die, selbst die kleinen Figuren, es sind halt irgendwo Sammlerfiguren, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich hast du auch hier die Möglichkeit, das Lichtschwert, ach guck mal, hier, ne, Rechthänder, mit dem Loch dran, also damit es besser so reinstecken kannst, und hier die Waffe mit dem Finger, mit dem Abzugsfinger. Haben sie natürlich schon mal schön gemacht. Finde ich ganz cool. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, stelle ich mal so hin. BD, BD1. BD2? Ich weiß es nicht, ich habe echt nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich blende diese Maskottchenfigur mittlerweile alle aus. Weil in jedem Disney Star Wars gibt es irgendwie sowas. Ach so, du meinst jetzt hier, ja, ja, klar. Klar. Ja. So, dann nehmen wir mal hier den guten Raider. Cutter, ja, genau, Raider. Es ist für mich ein Raider. Ja, so. Cutter. Ja, Cutter. Cutter-Messer. Ich rutsch nicht ab und haust mir den Tisch rein. Jedes Mal sagst du das und jedes Mal sag ich dir, keine Sorge, ich schneide eher sogar oberhalb und ziehe das nur so runter. Jedes Mal. So. Da haben wir den guten Raider. Der hat zwei Blaster. Also die ist nur angedeutet. Das ist doof. Ich dachte, der hätte die irgendwie... Ja, darf aber nur einen nehmen, wenn er fünf Attacken hat. Das ist du beim Vorhin. Da musst du aufteilen, genau. Da musst du aufteilen. Ja, es ist halt so, ne? Das ist... Wie bei Warhammer. Okay, der gute Herr hat hier... ja, dafür ist die eine Figur. Sie ist halt schlicht gemacht da, ne, vom Farbdesign, aber ich finde sie ganz cool, auch mit dieser Rüstung hier. Ja, war ja so gekleidet, ne? Aber ist ganz gut. Nein, auch die Weathering-Effekte dafür, auch das Gesicht hier so. Ich meine, man konnte... Yes! Jetzt gefällt er mir schon mal wieder nochmal einen Ticken drauf. Ja, schon cool, oder? Guck dir mal das Gesicht an. Also ganz ehrlich, finde ich nice. Finde ich wirklich gut. Erinnert mich ein bisschen aus dem Internet den Alien-Mann. Der sieht genauso aus. Was ist denn ein Alien-Mann? Muss man im Internet eingeben. Das ist so ein Typ, der hat sich komplett unoperieren lassen. Der hat sich die Nase abnehmen lassen, die Ohren, der hat Implantate im Kopf, hat schwarz tätowierte Augen und so weiter. Er sieht ungefähr so aus wie er. Ach so, ich dachte, du vergleichst, du redest mit mir jetzt oder so, weil sie sich ja auch normalerweise aus. Nein. Ich habe mal irgendwie sowas gesehen. Kennst du den Katzenmann, wenn wir schon abschweifen? Ja, ich ja. Ja, das ist aber dieser Typ ist next level. Okay. Also so wie der Katzenmann oder der Puzzlemann, der Tätowierte, das ist mittlerweile Retro der heutzutage. Der Puzzlemann? Ach ja, 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 ja. Von 8X. Ja, ja. Habe ich auch mal live gesehen auf der Tattoo Convention. Echt jetzt? Ja, ja. Okay, alles klar. Da bin ich jetzt raus. Warte mal, ich guck mal halt. Und dieser Tigermann... den meine ich. Ja, ja, der lebt in England in einer so einer Höhle. Der lebt da auch. Leopardenmann, genau. Der Leopardenmann. Okay, also er hat einen Blaster. Den könnt ihr, seht ihr jetzt, könnt ihr hier in die rechte oder linke Hand nehmen. Schade, ich dachte, man könnte die zweite Hand hier aus dem Holz da nehmen. Nee, die ist halt fest. Aber sonst sieht ganz cool gemacht aus. Auf jeden Fall auch mit der Rechts-Links-Händler, genau. Ich meine, da ist keine zweite Waffe dabei. Ne? Ich guck mal irgendwie auf der Karte auch. Also er hat definitiv einen Einhorn. Den Helm kann, könnte er theoretisch, ja, weil er ein bisschen zu warm ist. Ne? Dann geht ja, ein bisschen genau. So, ne? Aber brennt denn die Hirse an in der Wüste? Ne? Ist auch nicht so toll. Ja, je nachdem, wo er sich befindet. Aber ganz ehrlich, ich finde es... Das ist eine gute Figur. Ich finde die Figur, ich finde es super. Ja. Es ist halt ein Alien im Star Wars-Universum. Ja. So, ne? Aber finde ich ganz nett. Ja. Ich mache es so. Ich habe mehr, glaube ich, in meiner Star Wars-Sammlung. Ja, ich habe mehr so Randfiguren als Hauptcharaktere als Figuren. Was ich ganz interessant finde. Ja, stimmt. Mhm. Hast du, ne? Ja, ist so. Ja. Vielleicht ein bisschen nach vorne noch das Ganze, weil ich sehe gerade von der Kamera. Ich gucke ein bisschen. Ja, naja. Ich muss noch die andere Sachen ausbauen. Ja, genau, deswegen. Ich versuche es mal hier so ein bisschen hinzustellen trotzdem. So, gut, und dann kommen wir zum guten Gunner, den großen, ja, Passwissler heißt er ja. Für mich ist es ein Gunner, weil größer ist besser. Ne? Also, geil, ein Jetpack mit einer Gatling.
haben sie mich. Ich stehe auf sowas. Ich finde das immer, weil es kann ruhig übertrieben sein. Es kann ruhig übertrieben sein. Ich fand es einfach nur cool. Dann gucken wir mal. Ja, ne, die Packungen sind mittlerweile ja auch extra so, dass man wenig Verpackungsschimmel hat. Es gibt ja nicht diese schrecklichen Geräusche, die wir gerade hatten. Ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ja. Ich bin ja jetzt noch nicht so ganz überzeugt von den Geräuschen. Ja, ich muss hier wo gucken, es ein hier Geräusch gibt, Marc Gase findet es. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Oh, guck mal, er hat noch mal ein Höschen. Ja, ja. Da. So. Okay, das ist schon ein doofes Geräusch, ne? Das fand ich jetzt auch so ganz toll. Das ist ja ein Aufpackvideo. Da muss man was dazu hören. Da muss. Ich könnte dieses Video ja nochmal als Podcast rausbringen. Dann kann man das nochmal intensiver hören, wenn man die sieht. Alles klar. Ja, dann gucken wir mal. Ah, super. Boah, ist das geil. Ah, haben sie wirklich an alles dabei gedacht, bei der kleinen Figur. Bei so einer kleinen Figur. Jetzt lass doch mal deinen Lenkenschutz hier weg. Super Tat, ne? Kann ja auf diese Videos mal. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißen so. Kennst du diese Videos? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, ich kenne diese Videos, aber ich weiß, wovon du redest. Ja. Oh Mann, ja, ja. Ja, klar, ihr habt hier auch ein... Wäre vielleicht ein Wunschvideo, wenn die das wollen, machen wir vielleicht mal so ein Video. Ja, besser ein Flüstervideo. Nicht. Besser nicht. Mit Geräuschen, zu beruhigen. Oh, der ist aber auch... Er ist natürlich sehr mächtig bullig halt, ne? Er hat hier auch die... Also bei ihm geht's. Die Gelenke sind direkt von vornherein gut. Ja, aber die sind auch ein bisschen größer, ne? Ja, ja, weil die Figur auch ein bisschen bulliger ist, das Ganze. Ich denke mal, diese kleinen Gelenke, die werden ja wahrscheinlich produziert, dann sind die noch nicht abgekühlt und dann bleiben die so, ne? Ja, ist schon ein bisschen breiter als die anderen, ne? Also, ist schon der Thermi, ne? Ist schon der Thermi, wollte ich gerade sagen. Und voll genial, ne? Guck mal, was du dabei hast. Du hast hier ein Messer dabei. Das ist sein Messer. Ja, damit kann ich nicht verletzen, das ist Gummi. Dann kannst du das hier, habe ich mir direkt gesehen, hier reinstecken. Ein Stiefelmesser ist das. Der gestiefelte Kater. Dann hast du natürlich hier sein Jetpack gleichzeitig mit Adapter für Maschinengewehr. Ja. Das steckt man quasi hier in den Rücken. Ist klar, ne, das Jetpack. Dann hast du hier die Mordswumme. Mhm. Also das ist ja eine Gatling Cannon S. Ja. Ja. Das sieht fast aus wie die... so rum. Wie diese große Waffe, die sie bei, glaub, beim zweiten Teil da tragen, weißt du? Wo die auf diesem Teil? Schiff gelandet sind mit den reisenden Falken, wo die dann abhauen. Und dann kommen noch diese Stormtrooper und die schleppen noch so eine große Ken mit. Im normalen Film. Ja, so ja, sieht ja, er fast ja, aus, das Ding von der Größe her. Ja, ich, diesen Ständer ich weiß, da. Hatten wir auch schon mal bei anderen Figuren. Ja, ja, ja. Ja, du kannst halt hier irgendwie das hier so reinstecken. Mhm. Gut. Puff-Effekt, ja, funktioniert. Du nimmst die Waffe. Gott, ich bin voll der Profi. Deshalb sind wir hier. Also man hat hier den Griff, den kann man hier bewegen. Er hält auch eigentlich mit dieser Faust. Diesen Arm würde er normalerweise hier diese Waffe hier so greifen, weil er die ja halten muss. Ja. Kriege ich jetzt nicht hin. Das Problem ist leider wirklich, es ist sehr weich. Ne? Also ich das hatten wir ja schon mal bei Figuren gehabt, dass es schwierig ist, wenn das alles so weich ist. Ne? Also es ist wirklich sehr weich. Die Griffe und das alles, Genau. Ist so flexibel irgendwie. Ja. Also das ist sehr, ne? Also ungefähr so müsste ich das vorstellen. Ja. Müsste ich jetzt noch ein bisschen mal hin und her machen, ist klar. Die richtige Stellung, ne? Habe ich bei den großen Figuren, habe ich ja auch eine mit so einer großen. Ja. Die richtige Stellung. Boah, das muss ich echt die musst mal du, musst gucken. Du mit den Armen. Na, der hat auch du hier kannst die Waffe sonst falsch. Nicht in Position. Wenn du den Arm hebst, dann geht sie vorne etwas runter und so kriegst du dann diese Figuren musst du halt in Action-Stellung stellen. Ja, ja, und der das nicht. Ich habe auch gesehen, er greift die Waffe von hinten so. Ja. Genau, er trägt die irgendwie von hinten und so und wie eine Gatling-Kanone. Wenn er zum Beispiel hinten den Arm höher halten würde, dann würde die mehr gerade sein. Weil genau. Du schießt ja nicht in die Luft. Ja, dann hast du noch hier vorne, finde ich natürlich ganz cool, du hast hier die Verpuffung bzw. den Laser-Effekt oder Blaster-Effekt. Ich stecke es mal hier so vorsichtig noch rein. So,
ist natürlich mega. Mhm. Ja, finde ich ganz stark. Hier habt ihr noch einen Pin, weil ihr habt noch so ein blaues Teil dabei. Das ist ein Schutzschild. Richtig. Gibt einen 5er Rettungswurf. Wo auch immer. Weil sie nur ein kleines. Nice. Ja. Und sehr nice. Finde ich cool. Find ich, also richtig schön in der Pose stelle ich mir den schön hin. Und ihr habt natürlich hier die Triebwerke und ihr habt hier die Nupsis natürlich hier rein, weil ihr könnt ja auch dann mit dem fliegen. Mhm. Das sind ja halt hier die Triebwerke. Da muss man mal gucken, mal manche einen sind ein bisschen fester in einer Position. Das habe ich bei Boba Fett gemerkt. Genau, ihr müsst die halt mal so drehen oder ihr müsst mal gucken. Also die funktionieren auf jeden Fall. Aber dieses, alleine diesen Effekt. Also ich muss sagen, von den komplett Kartonfiguren, wo die zugepackt sind, ist die der beste. Ja, der gefällt mir bis jetzt am besten. Auch hier die Weather, die Effekte, guck mal hier die Abplatzerung. Ja. Ich nehme meine Hand nach hinten, die Abplatzerung auch. Also der gefällt mir wirklich verdammt gut hier mit diesen Feuereffekt, sag ich mal, die Triebwerke, das Schutzschild dabei. Ah, der ist geil. Also der ist wirklich geil. Also der ist wirklich, der ist schick. Den finde ich wirklich, finde ich wirklich richtig nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich schwer von begeistert. Also wirklich. Also auch gelb-blau, die Farbkombi. Die Farbkombo ist auf jeden Fall mega, auch mit diesen hier. Stark, finde ich gut. Also finde ich echt gut. Muss man halt ein bisschen gucken, dass man die Pose kriegt. Ja. Ja, naja. Den Arm anheben, hinten den, dann ist der gerade, wie die Waffe gerade. Ja, ja. So diesen Winkel, weißt du? Mm. Habe ich bei meiner auch gemacht. Ne? Den Arm habe ich nur, das Bein habe ich noch ein bisschen gebogen und das sah richtig geil aus. Ja, guck mal, eine Figur, die nicht so beweglich ist. Es ist halt eigentlich im Prinzip die 5-Punkte-Oldschool-Figur, so wie sie früher immer alle waren. Ne? Da möchte ich natürlich das Bild behalten. Das lohnt sich nicht. Ganz flach. Da ist nichts passiert. So. So. Ja, der ist ein bisschen doof aufzuschneiden, merke ich gerade, weil der ist etwas vom Blister her härter als die Star Wars-Figuren. Oder ein Klettermesser mit ein paar Stunden. Ja, ich habe auch ein neues, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht mitgenommen habe. Ich hätte gesagt, ich hätte auch ein neues geben können. Ja, ja, siehst du, das ist jetzt schade. Aber egal, das kriege ich schon hin. So, live in den Finger geschnitten. Deswegen, weil ich will ihn nicht wegreißen. Guck mal, wie geil das aussieht, das Bild. Finde ich cool, auch mit dem, mit dem Blaster dabei, mit seiner Waffe. Finde ich schön, gefällt mir einfach. Also das ist natürlich, ja, Triceraton. Ich habe die Oldschool-Figur, die Originalfigur davon, habe ich aus meiner Kindheit noch von 1990 oder 91 halt, also die richtige Turtle-Figur. Ich habe davon halt die nochmal original verpackt. Aber so in dieser Körperform, von der Größe und so gedrungen, gab es die mal so in der Größe? Oder ist das jetzt nur von den Herstellern? Nein, das ist von dem Hersteller so groß. Der Original dürfte im Prinzip, der Original dürfte vielleicht so groß sein. Ja, und jetzt kommt auch noch von dieser Serie, auch von dem gleichen Hersteller, kommen auch noch die nochmal eine Deluxe-Variante, eine Ultimate-Version raus. Die gibt es aber noch nicht zu kaufen, habe ich mir vorbestellt. Okay. Genau, muss ich. So, da haben wir den guten. Ja, wo ist denn die Ratte? Wo ist denn die Ratte? Hier runtergefallen. Ist die runtergefallen? Ich habe nichts fallen gehört. Ja, doch, ist aber runtergefallen. Weil der hatte nämlich hier noch... Dann ist sie wahrscheinlich da, wo du sitzt. Ach, ich habe sie. Ich habe sie. Wie ist mir hier in meinen Schoß gefallen? Siehst du? Ja, hier ist die Ratte. In den Schoß, ne? Die Ratten sind in den Schoß gefallen. Ja. Ich hatte nur das Boot. Mhm. Da weißt du, was das für Ratten sind. Hat was mit Produkten zu tun, wo Müll drin gelagert wird. Mhm. Mit Ratten. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Wir schweifen ab. Ja, aber ja. Ja. Wir dürfen ja nicht mehr fluchen auf YouTube, deshalb. Wir dürfen so einiges hin. Ja, was sage ich denn? Also ihr seht die Figur, sie ist natürlich ein bisschen klein gefasst, aber ich finde sie super umgesetzt. Also wie gesagt, ich kenne die Originalfigur, habe ich, wie gesagt, ausgepackt, original verpackt und ich finde sehr gut gelungen, auch mit dem, wie das so ist. Es ist halt wirklich nur eine... Na, es ist eine 6-Punkte-Figur, weil er hat 1, 2, 3, 4, 5,
Und sechs Schwänzchen. Ja, guck mal, eine mehr wie aber auch nur ein Schwänzchen. Ja. Ja, und er hat hier, sieht er den Gürtel und die Originalfigur hatte auch am Gürtel so eine Ratte hier, Ratten dabei. Die kannst du hier so in den Gürtel reinstecken. Die fallen raus, die werde ich mir festkleben. Mhm. Da werde ich einen Tropfen Sekundenkleber drauf machen, die fallen da raus. Mhm. Ja, das ne, ist nicht so tragisch. Wegverzehr, ne? Mhm. Wenn du mal Hunger hast, isst du mal zwischendurch eine Ratte. Das ist halt so. Das ist eine richtig schöne Retro-Farbgebung mit Orange und Blau und Grün. Ne? Also. Und Lila, auch die Fäuste. Boah, die Fäuste sind voll wie die Klingonen. Ne? Oder? Ist doch voll wie die Klingonen-Handschuhe. Ist ein bisschen, ist ja ein Wesen aus der Dimension X, ist kein Mutant, ist halt ein Weltraumsaurier. Ja. Klar, in den 80er und 90ern gibt es Weltraumsaurier. Da gab es das oder so viele Saurier. Und die Figur steht. Ja. Die steht alleine, selbst wenn das Schwänzchen, das berührt nicht den Boden, brauchst du nicht. Der steht. Und die Waffen, eine finde ich cool, eine finde ich strange. Ich habe auch selten bei Figuren, dass sie sofort stehen. Ne? Ja. Ja. Ja, es ist wirklich so. Ne? Weil die so viele Gelenke haben, so kleine Füße. Und ja. Ja, 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 da hast du vollkommen recht. Ich lege mal hier da drauf eben. So, einfach nochmal hier Seite. Ja, Waffen hat er dabei. Was hat er an Waffen dabei? Er hat einmal eine... Ja, diese komische Bohrmaschine. Ist das eine Hilti? Das ist eine Hilti. Die Hilti-Bohrmaschine auf jeden Fall. Ich wusste nie, warum das als Kind schon hatte. Ich mich immer gefragt, was ist das? Es ist irgendwie so ein Blaster. Da müsste ich den jetzt so richtig so versuchen in die Hände. Mache ich jetzt mal nicht, weil ihr seht, der Griff ist schon größer als die Hände. Ne? So eine Sache. Müsste ich mal wirklich gucken. Finde ich ein bisschen komisch, diese Waffe. Ich zeige es noch mal. Sieht aus wie ein Blaster oder ich weiß es nicht. Das hier kommt mir schon eher als Wumme rüber. Ja, da kann ich mit was anfangen. Hat hier vorne noch so ein Schild, ist ganz cool gemacht. Ist wirklich ganz cool gemacht. Ja, die werde ich dann noch mal gucken, ob man die irgendwie... Ja, es geht, ne? Es ist natürlich... Ja, es ist halt eine Hommage an die Originalfigur. Klar. Ist natürlich so eine Sache. Ja, war das so, also. Ja, früher war... da war noch... Die man hilft bei so weit, habe ich früher mal gemacht, wenn die Figuren in die Hände ja immer anlecken oder Margarine dran. Rutscht das. So. Margarine an die Figuren? Ja. Wir wurden alles mit Margarine gemacht. Also. Hat deine Fahrradkette gequietscht, dann kam sie auch mit Margarine an, wenn nichts anderes da war. Also ich finde ihn cool. Mhm. Ich finde ihn ganz cool umgesetzt. Der Dino, sehr cool, stell mal hier hin. Ja. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Ja. Ja, dann haben wir noch die letzte Figur. Ja, den etwas größeren. Ja, ja. Müsste das auch relativ neu muss der sein. Der gute Apocalypse, eine größere Figur. Ich habe sehr viele Figuren davon. Ich habe die Vintage-Figuren. Ich habe noch einen riesengroßen 30 cm oder 40 cm. Ich glaube, damals von der Größe, aber mittlerweile ist das zu teuer, was ich immer mal kaufen wollte, was ich immer verpasst habe. Sehr cool. Das war von Enterprise, dieses Diorama, weißt du? Das war von der gleichen Firma, meine ich, gewesen, wo hier Captain Kirk gegen Khan kämpft. Wo die auf so einer... Captain Kirk in Khan? Ja, genau. Und dann ist da so eine Anzeigetafel, wo die halt drauf liegen. Das war von der Sorte damals. Das war damals das war damals für den 20, aber mittlerweile ist das schweineteuer, das Ding. Toll bist war das nicht, ne? Das war, glaube ich, auch von dieser Firma, wo die großen Marvel-Figuren her sind. Ja, deswegen kam ich jetzt auf Toybis, weil die hatten ja die Toybis-Dinge damals. War doch 2000... Wann war der denn? Da 2002. Gab's auch so Spawn-Figuren, meine ich. Ja, genau, das meine ich doch. 2002, 2003. Ja, da war von Toybis gab es damals die Figuren. Dann hatten die meistens, wie du sagtest, so ein Diorama dabei, wo die drauf standen. Wolverine stand da auch auf so einem Sentinel und so. Ja, und das war cool. Genau, genau. Ich kann mich auch daran erinnern. So, keine Sorge. Und die Zeit war auch Captain Kirk ganz gut geprägt, weil zu der Zeit haben wir schon ein bisschen mit dem Gesicht gelegen. Ja, Gesichter ist generell so eine Sache, wobei ich das sagen muss. Ja, aber mittlerweile, ich dachte schon lecker oder jetzt hier. Ja. Ist mittlerweile so gut. Früher ist das nur bei den ganz teuren Figuren da. Genau, bei den ganz teuren Figuren. Oder aber, naja, seltsamerweise, weil kannst du noch mal an die Wrestling-Figuren, wo doch hier Bam Bigelow und so. Ja, genau. Da waren zwar die Gesichter, die waren die Wrestler damals, die Hasbro, die waren gut geprägt. Ja. Und bei Bam Bigelow waren die ganzen Tätowierungen, haben sie gemacht davon, den super stark. Also fand ich echt klasse. Ja. Die Bronzehaltung brauche ich nicht. Ich nehme mal hier das raus. Gib mal eine Nase. Nimm mal einen Zug.
Na, kommt der Geruch bekannt vor? Ja, ne, da ist er. Spawn-Figuren. Das sind die alten Spawn-Figuren. Ich fand Spawn-Figuren waren noch schlimmer. Ah, ja, du hast die Dinger aufgemacht, der ganze Raum hat 2 Tage nach gestunken. Ja, die waren auch. Ach, guck mal, da sind noch die Figuren. Ich habe ja damals sich von den Spawn-Figuren in eine Vitrine gehabt und die hat ja über Wochen noch gebrochen. Also. Über Wochen, über Monate. Weißt du noch, wo wir mit 3 Leuten auf der Comic-Messe waren, wo wir alle Spawn-Figuren gekauft haben? Ja, und komplett mit dem Dotti. Boah, ja. Weiß noch, bei dir im alten Wohnzimmer. Ja. Boah, da wurde uns... Das ist ein übel, ja. Da wurden uns, also ich aber weiß wir haben noch, bestimmt 10 Figuren locker aufgemacht. Wir haben 10 Figuren ungefähr ausgemacht. Ja, das waren alle hin. Diese komplett verschweißt, wo keine Pappe bei ist. Ne? Genau, und dann haben wir noch an die Fenster aufgemacht und boah, wir haben Kopfschmerzen bekommen. Ich weiß noch, genau. Du hast Kopfschmerzen gehabt, mir wurde übel. Den Dotti, der war auch immer ganz normal. Also gesund kann das nicht sein. Ja, haben sie mittlerweile auch viel so eine Papp-Einsätze. Ja, gut. Hast du das ja nicht so extrem. Nee, da hast du das nicht. Aber das heißt, jetzt hat jetzt wirklich mich retromäßig dran erinnert. Ja, was haben wir denn hier? Ja gut, das sieht ganz geil aus hier. Den hier? Mhm, der gefällt mir ganz gut. Okay. Ja. Taskmaster. Sagt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Also bis jetzt alle anderen Figuren sagen mir, kenne ich natürlich, klar. Den finde ich natürlich auch geil. Hier den Hulkbuster. Ja, der ist auch cool. Ja, der ist auch cool. Der ist auch bestimmt schön groß, so wie der hier. Das ist ganz cool. Na ja, gut, aber auch die Umsetzung hier von Sandman mit der Stachelkugel und so. Also das ist ganz Hulk. Ja, Spider-Man ist klar, ne? Thor gefällt mir gar nicht. Und auf der anderen Seite, was haben wir hier noch? Ach, guck mal hier. Oh, der ist auch cool hier. Das ist mal Taskmaster. Ja, jetzt weiß ich, mit dem Skelett. Wie kam das hier mit dem hier? Da kam mir nicht bekannt von jetzt. Da, so kenne ich ihn. So kenne ich, habe ihn schon mal gesehen, genau. So kenne ich ihn noch. Oh, guck mal, Carnage. Das ist cool. Das ist cool. Ja? Nice. Naja, ihr habt hier natürlich eine Menge Möglichkeiten. Ja, Apocalypse quasi der einzige bei X-Men, der kein Mutant ist. Es ist... Außerirdischer, oder? Irgendeine Art, warte mal, wie war das denn? Ich kenne ja nur die Zeichentrickfilme, beziehungsweise die Comics Anfang der 90er. Wie war das denn nochmal? Ich mach mal auf. Wie war es denn? Ich weiß nur, dass er wie eine Art Gottheit irgendwie war, ein ägyptischer Gott von früher. Ich weiß nur die ganze Story von ihm. Ich weiß nur, er ist kein Mutant. Er ist irgendwie, frag mich nicht, frag irgendwas anderes, ein Außerirdischer, irgendwie, was weiß ich nicht. Ihr da draußen, wenn ihr es jetzt, ich könnte jetzt googeln, aber naja, ihr könnt es mir auch einfach darunter schreiben. Jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß auf jeden Fall, er war kein Mutant. Dann haben wir hier, ja, was haben wir denn hier dabei? Wir hätten hier eine Greifzange sozusagen. Ne? Nicht schlecht, braucht man immer, ne, um Leute festzuhalten. Ja, why not? Schön metallisch aus. Ja, ne? Hat so einen metallischen Effekt. Obwohl ich schade finde, er hat nicht so viel Glanzeffekte dabei. Ich hätte lieber mit Glanzeffekten gehabt. Aber naja, so ist es halt. Ne? Dann gucken wir, was haben wir noch dabei. Ja, Bohrmaschine. Ne, für irgendwelche Arbeiten, wo du ein bisschen tiefer mit musst, aber beim Zahnarzt, ne? Das man weiß ja nie. Ja, für die Nase, ne? Für die Nase? Das ist immer gut. Was haben wir noch dabei? Auch immer wichtig. Wechselhände. Ein paar Fäustlinge zum Boxen. Brauchst du auch, damit du immer mal zum. Ne? Und das Geilste, wie ich finde, ich stehe ja total auf Morgensterne. Ne? Ob es irgendwie ist in irgendwelchen Mittelalterfilmen oder sonst was. Ich finde diese Kugel da dran, also diese Stahlkette und so eine metallische Kugel, eben weil es so martialisch ist. Ich finde es schon gut. Einfach so eine Kugel oder so eine Keule im Prinzip mit Stacheln dran hat irgendwie was. Habe ich auch gerne bei Warhammer hier bei bei meinen Nightlords habe ich immer sehr gerne gemalt. So Waffen. Schon cool, ne? Also in die Hand. Ja, er kann halt seine Arme verwandeln, austauschen und kann dann damit zuschlagen. Ja. Ne? Warum nicht? Ne? Dann packen wir den guten Herrn mal aus. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich merke, genau aufdrehen. Ja, hinten das Aufbrennen ist gar nicht mal das Problem, sondern sind ja wieder meine Lieblingsverschlüsse dabei. Ich mal gucken. Ja. So, da ist er nicht, ist offen, aber du hast hier diese Dinger dabei. Das ist nicht das Problem. Ich guck mal, dass ich hier die Seiten so wegschneide. So, jetzt alles gut. Was steht da so komisches oben auf der Dinges mit AP oder keine Ahnung?
das ist das Star Wars, was sich da oben in den Recording drin ist. Ich dachte, das wäre irgendwas von der Kamera. Ach so, nein. Ich denke schon, was guckst du da so kurz? Ich kann euch jetzt hier aufschneiden, weil ich denke, ist irgendwas. Nee, ich dachte, das war auf einmal irgendeine Anzeige, die ich nicht kenne, weil das genau in den Recording dran stand. So, das haben wir ihn gefragt. Hallo, guten Herrn. Hat ja lange genug gedauert. Das ist wieder dieses Spielzeug, was man, wenn man schlecht gespielt hat, vielleicht mal jemand hinterherwerfen kann. Das ist dann auch nicht gut, so gut ist dann. Finde ich cool. Ich meine, ich finde schade, dass hier ein paar Macken drin sind und so, klar. Aber trotzdem vom Design her finde ich ihn wirklich ganz gut gelungen. Auf jeden Fall schade. Ich hätte die Dinger hier gerne ein bisschen metallisch glänzend gehabt, so wie hier. Ne? Da habt ihr so den metallisch glänzend. Ich kann dir Farben geben. Ja, Metallfarben können wir anmalen. Im Blau. Im Blau. Da hast du auch wieder das Problem. Mhm. Ne? Muss ich halt mit heißem Wasser. Und du hast hier die Schläuche. So oft, dass sie sich nicht bewegen konnte. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch was an dem Kunststoff geändert. Mhm. Ich habe das so oft, dass die Sachen halt sich nicht bewegen können, halt die Gelenke hier. Ich meine, ich kann sie bewegen, aber dann würde ich jetzt mit Gewalt und dann kann es abbrechen. Deswegen sage ich einfach mit heißem Wasser. Du lass das immer komplett über die Gelenke mit kochend heißem Wasser drüber laufen, damit ich die bewegen kann. Ansonsten macht das keinen Sinn. Ja, hier die kann man gut bewegen und die Knie hier eher, ne? Ja, minimal. Ja, es geht. Also, wie gesagt, lasse ich jetzt, weil. Nee. Ja, gut, ich sag mal, wenn du die jetzt hinstellen würdest, würde ich die vielleicht weniger gängig machen, so stabiler bleibt er stehen, ne? Also. Ist ein Stück größer. Ja, ein bisschen. Aber das ist ja in Wirklichkeit auch viel größer, ne? Oder? Ja, ach so, meinst du es? Ja, klar, wenn jetzt eine normale Actionfigur, gut, könnte sogar ungefähr hinkommen, wenn so groß die X-Men-Figuren sind. Du hast gesagt, es ist doch irgendwas wegen der Größe. Direkt mal gucken, was haben wir gechippt? 20 cm? Ich dachte, die wären 20. Ja, das sind etwas größer. Über 10. Ja. Du hast 25 gesagt. Ja, 25 cm. Guck da hin. Ja. Und die sind 10? Die sind 10, also der ist etwas größer. Ja, okay, aber so ein. Naja, aber der Schnitt liegt bei 10 hier, der auch. Ja, naja, die sind ja auch im Internet angegeben mit 10 cm. Also 3,75. Die anderen, die größeren, sind 15. Ja. Kämen sogar, glaube ich, hin, dass Apocalypse, wenn die X-Men daneben ist, von der Größe generell, er kann es ja noch wie ein Riesen nochmal machen. Ja. Du weißt, ich habe noch die alte von Teubis, weißt du? Ja, genau, die mit den ganzen Teilen, wo die sammeln musstest mit den Paketen. Richtig, da musst du heutzutage zahlst du, keine Ahnung, 200 Euro für die Figur oder noch mehr. Wie freue ich ihn damals, wie ein Kind habe ich mich gefreut. Dafür haben wir den nicht als Schnäppchen gekauft in einen Laden, wo der dicht gemacht hat? Ja, die haben Essen, wo das, da, wo. Da haben die Figur noch für 10 Euro rausgeballert. Ja, weil doch da der Wal gebaut wurde, der Limbecker Platz, der wurde doch da im Prinzip da gebaut. Und dann haben die zugemacht. Genau, ne? Weil der jetzt drei oder vier oder fünf Jahre Baustelle war. Die hatten noch schwarze Zahlen gehabt, aber die haben vorher gemacht, bevor sie rote Zahlen schreiben. Irgendwie war da was, die Geschichte. Ja. Dann haben die das und dann habe ich damals, die Figuren hat ja eine Figur normalerweise 30, 40 Euro gekostet oder so und du brauchtest 6 Figuren, um den Apocalypse zusammenzubauen. Genau. Und die anderen Figuren waren mir jetzt nicht so wichtig, aber ich wollte einen Apocalypse, aber wurde dann jede Figur in 10 hat mir gedacht, ja, super, nehme ich natürlich. Ja. Ne? Ja. Ah, das war super, ja, stimmt. Also für mich und für die Figur fand ich super, nicht super, dass der Laden dicht gemacht hat. Für uns war das schade, weil da waren viele Confrontation-Figuren, da haben die bekommen haben. Ja, ihr seht, wir schweifen ab. Wir müssen da ist immer zwei alte Männer erzählen vom Krieg. Ja, ne? Genau. Und unser Krieg hat sich mehr beschlossen auf vor 20 Jahren auf Figurenjagd, ne? In verschiedenen Läden. Kinder, da hatten wir noch kein Internet. Damals in den Ende der 90er Jahre, wir waren ja froh, dass wir überhaupt eine Figur hatten. Ich hatte 1996 schon Internet gehabt. Aber 56K-Modem. Hey, ganz und das war so lahmarschig. Ich habe es ein Jahr gehabt, da habe ich es wieder abgemeldet, weil man erst mal eine halbe Stunde vorgesessen hat, das Ding überhaupt hochgefahren ist. Und ich habe mal versucht, mit jemandem ein Foto hochzuladen. Das hat dann, ich weiß nicht, 3 Stunden gedauert. Und dann habe ich es wieder abgemeldet. So. Ganz ehrlich, ein 20er. Und war noch teuer. Ich glaube, 20 Euro oder 20 Mark pro Monat nochmal. Ein 20er, der das jetzt wirklich sieht, sich und denkt so, wovon reden die da? Anfang der 2000er zum Beispiel, da war das noch nicht mit Flatrate, was jeder Internet hatte. Ich weiß nicht, wo wir bei dir. Minutentakt. Genau, wo wir doch mit 6, 7 Mann da im Landkeller waren und da Sacred 1 gespielt haben. Da haben wir LAN gespielt, da hatten LAN. Wir Internet, da haben wir LAN-Partys. LAN-Partys haben wir da gemacht. Mit 8 Leuten LAN. Ja,
Richtig. Das würde ich mir manchmal auch noch wünschen. Es war cool, es war witzig. Da brauchst du kein Internet, da kannst du das Ding auch im Garten aufstellen, wenn du Strom hast. Ja, ist so. Das war schon im tiefsten Winter da bei dir und die Bude da verheizt. Nee, mit dem kleinen Heizlüfter und so, weil wir gefroren haben, die Rechter waren schon voller Wasser gelaufen. Ja. Ah ja, wir schweifen ab. Okay. Das ist schon 20 Jahre her. Ne? Ja. Okay. Aber der Geruch von der Figur hat mich jetzt daran wieder erinnert. Ja, vielleicht war das der Retro-Flash im Prinzip. Ja, ja, hoffentlich hat es euch das Video gefallen, mal ein paar Figuren zu zeigen, wieder auszupacken. Ja. 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 Wir sehen uns im nächsten Video. Genau. Lasst mal einen Daumen da oder ein Abo. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.